So, dieses Thema, mein kleiner Frosch, dieses Teil hier, der hat doch sehr viele Leute begeistert und aufgeregt. Ich bekomme heute noch Nachfragen, weil ich den mal vorgestellt hatte in einer Sendung vor Jahren, wo man den kaufen kann. Man kann ihn nicht mehr kaufen. Es gibt die Firma nicht mehr, es gibt ihn nicht mehr. Was ist das eigentlich? Für die, die es nicht wissen. Das ist ein kleiner Empfänger. Der wird irgendwo neben ein Mobiltelefon gelegt und wenn ein Anruf kommt, dann signalisiert er das optisch mit Blinken und mit einem Vibrationsmotor. Und dadurch, dass er da hinten so einen kleinen Clips hat, rappelt er dann auf den Tisch. Wenn ich also jetzt mit meinem Telefon einen Anruf tätige, Achtung. So, der Ruf müsste rausgehen. Da fängt er jetzt an. Und zeigt mir das. So, und den benutze ich immer, um zu gucken, ob irgendetwas passiert. Ob mein Telefon also irgendwelche Aktivitäten hat. Und laufend macht irgendetwas in meinem Telefon etwas im Netz. In der Regel im Internet. Selbst jetzt hüpft er hier noch rum, weil immer noch irgendwelche Verhandlungen oder sowas sind oder weil irgendeine Applikation irgendwelche Daten holt. Aber wie gesagt, den gibt's nicht mehr. Den kann auch keiner haben von mir. Ich habe aber etwas gefunden und zwar dieser hier. Das ist so ein Ghost RF Detektor oder wie auch immer. Unterschiedliche Namen gibt es dafür. Und der hat auch ein kleines Antennchen. So. Der ist nicht laufend aktiv, wie mein Frosch, sondern der ist eher dafür gedacht, dass man da spontan irgendwo etwas sucht. Ich habe ihn auseinandergeschraubt, habe gesehen, hier sind zwei wirklich schöne Mikrotaster drin, die man mit einem kleinen Schalter auch überbrücken kann, sodass man den auch auf dauerhaft einschalten kann. Und es ist eine 6-Volt-Batterie drin, so wie man die von Funkfernbedienungen für Autos und ähnlichen Kram kennt. Und das heißt, der hält also auch ein paar Tage. Wenn ich jetzt diese A-Taste drücke, das ist die für hohe Empfindlichkeit, und ich gehe jetzt nochmal hier auf meinen letzten Anruf. Da hören Sie und man kann es auch an der Leuchtdiode, na, ist schwer zu sehen, erkennen. Jetzt hat das Telefon Aktivitäten, fertig. Der ist nicht ganz so empfindlich wie mein Frosch, aber es reicht aus. Vor allen Dingen, was man hiermit machen kann, er hat auch noch eine B-Taste. Da kann man den Empfänger mit weniger Empfindlichkeit aktivieren. Und da kann man dann sogar suchen, wo eine Störquelle ist. Der arbeitet im Bereich von 100 kHz bis 2600 kHz, also 2,6 GHz, über den WLAN-Bereich hinaus. Kameras, WLAN Kameras oder ähnliches oder die ganz normalen Überwachungskameras, die kann man damit natürlich orten. Und manch einer wird sicherlich in einem Hotelzimmer irgendwelche Überraschungen erleben, wenn er mit diesem Teil reingeht, hat erstmal jede Menge Störungen und kann dann mit der B-Taste dann gucken, wo sind die Störungen, näher ran, weiter weg und hört dann die Aktivitäten davon. Also es ist ein Teil, da sollte man sich überlegen, ob man sich da nicht 1, 2, 3 hinlegt, weil, naja, es kostet 3,53 Euro, inklusive Porto und Verpackung aus China. Suchen Sie nach Ghost RF Detektor und dann finden Sie überall die Angebote. Nehmen Sie nicht das Angebot, was ich auch gefunden habe, für 23,95. Das ist einfach nur Sauerei. 3,53. Das ist der Preis, für den ich ihn gekauft habe, mit Porto und Verpackung. Es ist ein nützliches Teil, man sollte es dabei haben, wenn man unterwegs ist. Man kann etwas sicherer sein, dass man nicht abgehört, abgesehen, abgespäht wird. So, das. Übrigens, diese Decktelefone hier, die kann man damit natürlich genauso erkennen und detektieren. Bevor wir dann zu der anderen Geschichte kommen, was ich Ihnen noch zeigen möchte, hier steht mein HP 100. Die alteingefleischten HPer wissen, was das ist. Das ist wirklich ein
Minicomputer, DOS-kompatibel, also seit vielen Jahren nicht mehr gebaut, aber immer noch treue Dienste leistend. Ich schalte ihn ein und starte ein Programm. So, und dieses Programm ist einfach nur blödsinnig. Es klingelt, Telefon. Und zwar hat irgendwann irgendjemand herausgefunden, dass die serielle Schnittstelle hier drin, die Anschlussleitungen davon, als Antenne für GSM wirken. Und auch UMTS strahlt hier hinein. Wenn also jetzt, mein Telefon macht wieder irgendwas, ich sehe es auch blinken, da oben hat sich im Netz wieder angemeldet. Wenn also jetzt diese Strahlung aufgenommen wird, erkennt das Programm eine Aktivität auf einer Leitung der seriellen Schnittstelle und man kann es auf Klingeln schalten oder auf irgendeine Geschichte. Der Spaßmacher, der es programmiert hat, schreibt dann ins Display, Anruf erkannt, wird aufgezeichnet oder so ähnlich. Aber er erkennt es zuverlässig. Pass auf, ich wähle nochmal die Rufnummer und da geht's schon los. Es ist irre, was? Gar nichts dafür gedacht, gar nichts dafür gebaut, gar keine zusätzliche Hardware, nur Gedankenschmalz. Danke, du bist immer noch mein Bester. So, beenden wir das. Kommen wir nochmal zu diesem Gerät hier. Das ist ein Gerät, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Das ist noch eine Ecke besser als das. Man kann es dauerhaft einschalten. Man kann es auf so, Lautsprecher schalten. Das ist so empfindlich, dass wir hier im Studio, die Störstrahlung ist so stark, dass er gar nicht mehr die Klappe hält, gar nicht mehr in der Lage ist, zu sagen, es ist nichts unterwegs. Man müsste also hier künstlich die Empfindlichkeit runtersetzen, aber das ist ja auch gar nicht notwendig. Wenn ich jetzt nochmal anrufe, da sehen Sie, also die Aktivität ist ganz klar erkennbar mit eingeschobener Antenne. Und der geht im Bereich von 10 MHz bis 6,5 GHz. Das ist das, Ruhe, das ist das, was er empfängt. Und zusätzlich kann der noch etwas, und das will ich Ihnen nur ganz kurz zeigen. Ich schalte mal auf Rappelmodus. Der kann erkennen, wenn eine Kamera, die eine vergütete Linse hat, eine vergütete IR-Linse, ich versuche das mal hier, davor zu bringen, so dass man es vielleicht ersehen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Da sehen Sie, dieser Punkt, das ist die Reflexion der Linse der Kamera. Gehe ich jetzt weg, sehen Sie das nicht mehr auf der Kamera. So, das ist hier eingebaut und das Ding kostet das Billigste, was ich gesehen habe, inklusive Porto und Verpackung und Versand und so weiter. 6,07 € oder sowas. Also, auch da merken Sie sich die Bezeichnung CC308+. Wenn Sie zu viel Geld verdienen, können Sie dafür auch 80 € ausgeben. Aber muss nicht wirklich sein.